Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal am 3., 5., 6. 2020. Ich war heute bei Christoph, also war keine Assistentin da. Ich habe heute in der Früh Haare gefärbt. Sie sehen in der Kamera schwarz aus, sind aber dunkelbraun. Wir haben sie extra etwas dunkler gefärbt, weil die Sonne sie sowieso ausbleicht. Einige Haarsträhnen haben die Farbe nicht so gut angenommen und sind hell geblieben. Hier hinten zum Beispiel. Dadurch, dass ich schwache Pigmente habe und eine sehr helle Haut, spiegelt sich das auch in den Haaren wieder. Und die nehmen schlecht Farbe an. Und manchmal bleiben Strähnen halt hell oder rötlich. Und das sieht dann immer etwas komisch aus, aber sieht jetzt so aus, als hätte man das Rot rötliche drüber gefärbt über das braune, und das wäre meine Naturhaarfarbe, und die roten Strähnen werden rein gefärbt, aber meine Naturhaarfarbe ist rot, rotblond, und das ist das gefärbte Ergebnis, dunkelbraun. Ich habe mich heute auch geschminkt, etwas stärker. Die Schminke hat ganz gut überlebt, eigentlich, außer hier und hier ein bisschen. Da ist sie zusammengerutscht und der Highlighter ist noch gut zu sehen. Bei Christoph war es ganz okay. Wir haben irgendwie nicht so wirklich über ernsthafte Sachen geredet. Schon auch, aber nicht so intensiv. Und er konnte mir nicht wirklich helfen. Aber ich bin trotzdem für jedes Gespräch dankbar und er hat mich ermutigt, weiter rauszugehen, und das finde ich gut und das brauche ich auch. Also von daher hat es mir schon viel gebracht, wieder zu ihm zu fahren. Ich glaube, es sind Situationen, in manchen Situationen ist es sehr schwierig, Ratschläge zu geben, weil sie sich schlecht verändern lassen. Und ich glaube, da habe ich so eine Situation erreicht, wo man mir schlecht Ratschläge geben kann, und deswegen ist er ein wenig an seine Grenzen gestoßen. Aber er versucht immer so gut wie möglich, mir zu helfen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und er ist mir auch sehr abgegangen in der Corona-Zeit. Und ich war sehr froh, dass ich jetzt wieder zu ihm fahren habe können. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft auch wieder zu Kerstin fahren kann, sobald es möglich ist. Scheibs ist ja kein Corona-Spital mehr. Seit 2 Wochen. Oder 1,5 Wochen. Und von daher müssten die Lockerungen bald in Kraft treten. Und dann müsste ambulante Therapie auch wieder möglich sein. Ich habe hier einen Fleck.
Sonst gab es nicht viel Neues. Ich war draußen, habe eine Nachricht von Claudia bekommen, dass sie eine zweite Arbeitsstelle hat und dass wir daher die Stunden verringern können, was mir auch einiges an Druck nimmt. Und ich muss ihr heute noch zurückschreiben, dass mir das so passt und dass wir das am Freitag besprechen. Und ja, man wird jetzt sehen, wie sich die Stunden aufteilen und ob mehr Zeit für Sonja ist. Und morgen kommt Sonja wieder. Da kann ich das auch mit ihr besprechen. Und das hat mir schon mal sehr viel Last abgenommen. Und ich finde es das gut, dass sie jetzt eine zweite Arbeitsstelle hat, damit ist ihr Einkommen gesichert und das macht das Ganze leichter. Als wenn die 80 Stunden nur an mir hängen. Ja. Von daher geht's mir schon besser jetzt wieder, weil mich das schon sehr belastet hat. Alleine der Gedanke daran, dass ich für einen Gehalt zuständig bin und da so viel Verantwortung trage und nicht krank werden darf, weil sonst zu viele Stunden ausfallen und ja, es ist deutlich besser jetzt. Und der Kunde, den Claudia jetzt hat, der sucht auch um mehr Stunden an und dann kann sie vielleicht die Hälfte der Stunden bei ihm machen und die Hälfte bei mir. Mal schauen. Und dann teilt sich das Monat wieder neu auf. Aber Sonja hat sowieso nur Arbeitszeit bis Mitte des Monats bei Matt. Und der Rest ist noch frei variabel. Aber es sollte sich halt bald was ergeben, weil so viel hin und her jonglieren mit den Stunden können wir dann auch nicht, weil sich Matt drauf verlässt. Und das müssen wir jetzt dann klären. Und im Generellen war der Tag ganz gut, auch wenn ich sehr müde bin. Es ist gerade 18:55 Uhr. Und ich werde mich jetzt dann abschminken. Ich wollte euch nur mein Make-up zeigen. Und dann werde ich bald schlafen gehen. Ich habe die letzten Nächte nicht so gut geschlafen. Obwohl es mir von den Panikattacken her besser ging. Oder den Angstzuständen, besser gesagt. Und ja, es baut sich halt doch immer wieder sehr Druck auf und sehr Druck auf und dann ist es schwierig, alles unterzubringen und ich habe auch bei Christoph für in 2 Wochen am Montag einen Termin ausgemacht, am Vormittag, weil ich vergessen habe, dass die Volkshilfe am Montag kommt.
Das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber daran bin ich noch nicht so gewöhnt. Ja, wird sich auch irgendwie lösen lassen. Und sonst passt eigentlich alles. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend. Wollte übrigens sagen, dass einige aus Deutschland schon an dem an der Wohlfühlmomentaktion teilgenommen haben und die Nonnen von Amstetten nicht weiß, was sie mit den deutschen Beiträgen machen soll, weil das die Amstettner weniger interessiert, aber ich würde euch trotzdem bitten, schickt weitere Wohlfühlmomente ein, damit das eine landesweite oder eine internationale Kampagne wird und Christoph freut sich sehr darüber, dass so viele meiner Videozuseher daran teilgenommen haben und wird die Artikel, die nicht veröffentlicht werden, in der Nön auf seinem Facebook-Account veröffentlichen, damit es einen Sinn hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Oder einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.